fucking clutch. What? What? That's how we do it, boy. Das Beste, was ich bis jetzt erlebt habe. Was für Hölle? Sometimes I lose my mind, get a little ratchet. Hoes want cash, up, get his hard dick. From that place, but he move way big. And the cops say hi with a damn nice stick. Broad daylight and we still hit licks. Rock 10 gon' chance, you still ain't shit. Sip a little something, bitch, get a little lit. Just might go M. Night Shyamalan split. Darkness in the afternoon. I'm sick of chasing after you. I never got any rest. Legendary Red Bull District Ride. Servus Leute, was geht? Kommt zurück zu einer neuen Sigler-Folge. Heute, recht spannend, Red Bull District Ride in Nürnberg. Werden wir das heute ein bisschen anschauen. Mal ein bisschen hinter die Kulissen, was da so abgeht. Ein paar, was haben wir denn? Ein paar Autogrammstunde. Okay, Fernseher mal. Im Livestream bist du drin. Der Manager, ja, genau, der Manager hat Ahnung, was heute alles auf dem ansteht. Wir haben ein bisschen was am Start. Viel Spaß beim Anschauen. Let's go. Der wird wieder alles auseinandergenommen. Ja. Diese Stimmung. Wie geht's? Ja, also früh am Morgen, ne, hier Dizzy Grind. Wenig Schlaf gehabt. Dementsprechend noch ein bisschen müde, aber ja, ich glaube, es wird wild. Ja, das Duo, das hat TV-Potenzial. Yo, guck mal da oben. Wenn du da oben bist, dann hast du sowieso ein anderes Problem. Ja, dann hat sie irgendwas. War echt technisch. Ja, weil alles so eng ist. So, du ja. Hast erst den Drop, eine relativ lange Landung, aber dann hier um den Baum und dann direkt die Hip, ja. Also man kann es als Drop fahren oder als kompletten Sprung. Ja, das Coole an so einem Setup ist, glaube ich, wirklich, dass man die Freiheit hat, kreativ zu werden. Und ich glaube, das werden wir sehen. Da hat Bringer ein Double drüber gemacht, oder? Kann echt nur der Bringer bringen. Ich muss sagen, bester Slopestyle-Kurs, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich finde es halt geil, weil jeder Fahrer hat so woanders seine Stärken. Ja, genau. Und genau. Wenn man so eine Kurse hat, die so viel Variationen bieten, dann kann das jeder einzige, wirklich zeigen, glaub, wo seine Stärken sind. Ja, ich glaube, was richtig schwer wird für die das Judges. Zu judgen. Ja. Also das. Also da würde ich ungern Judge sein. Jetzt sind wir im Rathaus. Finaler Sprung. Jetzt werden wir uns das Ganze mal von oben anschauen, wo die einbrochen. Oh yes. Das ist der legendäre Aufzug, wo sie mal rauskommen. Ja, man muss ja sagen, Kim Max, trat ja mal um. Max ist ja der ultra große Slopestyle-Fan. Interessant. Da stehen wir ganz oben, Red Bull District Ride. Da unten wird dann heute auch Best Trick stattfinden. Ich glaube, geht es dann richtig ab. Da sind echt einige World First dabei. Das wird geil. Stell dir das mal vor, wenn man hier oben steht und dann überall so die übelste Crowd ist und die flippt dann übelst aus und dann stehst du hier oben und weißt. Das ist geil, vor allem das in der Stadt zu machen mit so einem Ding. Das hat schon nochmal ganz einen anderen Flair, glaube ich, wie jedes andere Event. So, jetzt glaube ich, müssen wir aufhören. I lost connection to the stars. Oh, they're telling, but it seems. He couldn't turn it into dreams. Maybe go back to college. Stop following more. Seit wann hast du mich gesehen? Gerade jetzt erst. Okay. Alter, was ist das für ein geiler Spot? Richtig geil, den habe ich gesehen und habe mir gedacht, so, jetzt können wir eine Stunde Zeit, jetzt gehen wir auf eine kurze Session. Verschiedene Stufen und Treppen. Okay. Oh, und dann hast du hier noch so. Ja. Beschweren kann man sich da ja weniger. Ich mache jetzt was Klassisches. Ich springe einfach am Hinterrad über die Treppen auf und springe über die großen Treppen am Hinterrad rüber. Ist, glaube ich, anstrengender, als man denkt. Ja. Boah. Oh, komplett auf dem Hinterrad. War eigentlich ganz ein gemütlicher Stärke. Aber wie gehst du da ran? Also du guckst jetzt den Stairgap an und dann sagst du, okay, jetzt ist es soweit, ich möchte dieses Produkt springen. Ja, das ist manchmal schwierig, weil man sieht ja die Landung nicht. Stell mir da her, schau mal von der Seite die Länge an, schau mal die Höhe an im Kopf, stell mir im Kopf vor, wie den gerade springen. Dann gehe ich oben auf, schau mal, mach das geil von oben, setz mich aufs Rad drauf, fahr einfach ein paar Mal an. Aber im Kopf fährst du mit der Geschwindigkeit weiter und guckst, wie weit du springen würdest, wie du es einschätzt. Und wenn man das öfter und öfter und öfter wiederholt, dann kriegt man da ein richtig gutes Gespür für. Besser 7 Mal mehr anfahren, als einmal zu wenig.
Oh. Okay, na, Vorderrade 270 zu Tire Tap. Yes! Oh! Mhm. 180, Nussbank, Backwheel, 180, to half gepass, genau. Boah, jetzt geht's los. Hallo. Yo! Jawohl! Ja, den nehmen wir. Weißt du, was ich für eine Idee habe? Was? Kommst hier so an, ja? Gefahren. Guckst hier hin. Siehst diese Kante. Machst Bunny Hop. Hier an die Kante. Und zack da hoch. Geile Idee. Stopp. Ja? Ich glaube, wir werden es nicht ganz aufschaffen. Weil da ist eckig. Ah, ja. Ich kann dann so Backwheel und dann so 270 auf oder sowas. Alright. Alter, die ist ja echt locker. Beide. Selbst ist gut. Jojo, dann passt schon. Du fährst es ja wieder fest. Ja, ja, ja. Das war nicht das, was ihr wollt. Das ist halt ultra clean, aber nicht schlecht. Alter, der wäre hart gewesen, ey. Ich hab so gedacht, wenn ich jetzt so weit komme, dann mach ich einen Table. Wow, fuck! Oh, jetzt sind meine Füße leer. Nein, immer. Ja, würde ich auch sagen. Hallo. Hallo. In dem Sinn, das war jetzt echt eine gemütliche Session. Das hat mir jetzt richtig gefallen, sowas. Könnt ihr es wahrscheinlich eh schon hören, es geht jetzt richtig ab. Jetzt ist der erste Run, den haben sie vorgezogen wegen Wetter. Und danach Best Trick. Geil, dann nehmen wir euch mit, zeigen euch ein paar Bilder. Bin echt gespannt. Oh, man hört schon was, man hört schon was. Ja. Like heavy run, top to bottom, isn't it? Dude, I don't have cardio for that shit, dude. Not the best one when I was planning, but that was sick. Geil, danke schön. Danke schön. Oh, der Twist in the head! Ja! Soccer run, soccer run. Yep. Let's go, let's go. Let's go. Okay. Come on, Betty. I got to the dirt district and I was like, oh, yeah, yeah. Time in a slopestyle run. These are these high pressure moments where Nikolai Rogatkin absolutely thrives. He's dropping in all the speed he can muster out of that run. The 1440, and he lands it! What? What? Like pure madness, and honestly, I've never seen.
muss echt sagen, Best Trick mäßig, das Beste, was ich bis jetzt erlebt habe, aber geisteskrank. Ich glaube, 5 Words first, 5. Ja. Rotte Session, ne? Andi Brevi, genau. Der beste Moderator, was gibt, ohne Scheiß. Alright. So, es könnte jetzt spannend werden. Da sind einfach so viele Leute, dass man gar nicht weiß, wo ich mal schauen soll. So, eins für dich. Cool, geht halt. Fabio, bitte! Fabio, Foto! Fabio! Ja! Oder lauf halt mit dem Rathaus. Das Rathaus ist zu, Alex. Ja, ich hab einen! Könnt ihr bitte Fabio? Geil, oder? Wir müssen irgendwo aufhören. Es tut mir echt leid. Aber ja, irgendwo. Komm her. Ey, wir haben hinten echt eine. Oh, danke dir. Show is over. Was war da los? So, wir haben gestern vergessen, Auto zu drehen, deswegen machen wir jetzt eins. Red Bull District Ride war echt ziemlich geil. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Anschauen. Auf jeden Fall eine coole Zeit gehabt. Und viel mehr gibt es eigentlich eh nicht mehr zu sagen, außer dass wir jetzt heimfahren. In dem Sinn, danke fürs Anschauen. Sehen uns das nächste Mal. Servus! Ja.